Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 26. April 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Das bedeutet, bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf. Selbstverständlich bedeutet das für die Stiergeborenen, etwas ins Licht zu bringen, die Wahrheit erfahren, Erkenntnisse gewinnen, etwas klar und deutlich sehen oder gesehen werden, die Bedürfnis nach Anerkennung, nach wahrgenommen werden. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das bedeutet für die Skorpiongeborenen die Wunsch, die Sehnsucht nach materieller Sicherheit oder eine feste Boden unter den Füßen. Bedeutet auch ein Zugang zu Natur, Gartenarbeit oder rausgehen in Natur, diese Bedürfnis. Mond hat eine zunehmende Mondphase und das eignet sich im Allgemeinen dafür, dass wir etwas starten sollen, was zunehmen soll, vermehren soll. Aber Vorsicht, weil nicht jeden Tag eignet sich dafür. Beziehungsweise er nimmt etwas schon zu, aber es gibt auch Tage, wo Spannung ist. Und dann vermehren sie sich die Sorgen, die Probleme. Das kann auch zunehmen. Also wichtig ist, dass wir orientieren, wann haben wir harmonische Energie, kosmische Einflüsse und welchen Tagen haben wir Spannung. Dann eher zurückziehen und in Kraft zu bleiben und ja nichts Neues beginnen. Natürlich ist das wichtig, dann täglich orientieren, wie sind die Einflüsse von Sternen und von Sonne und Mond. Den heutigen Tag ist der Tor zum Himmel. Das heißt, und so beschreiben das die indischen Astrologen, heute steht Himmel und Erde ganz nah. Und das eignet sich dafür, dass wir heute etwas beginnen, was wir in Gottes Hand legen können. Wir haben Gottes Segen oder unserem Gebet wird erhöht. Und weil das heute eine sehr starke Energie ist, was uns verbindet zu Gott, zum Himmel, ist natürlich auch gut für spirituelle Arbeit oder zur Meditation oder Fasten. Und im heutigen Tag empfehle ich den Halbedelstein Lapis Lazuli. Das trage ich auch jetzt als Anhänger hier. Dieser Stein wird bezeichnet als Himmelsstein, hat auch eine blaue Farbe. Die alten Ägypter haben diesen Stein benutzt als Schutzstein. Aber dieser Stein Lapis Lazuli ist auch ein Heilstein, besonders wenn bei Hauterkrankungen oder bei Gallenbeschwerden. Aber dieser Stein stärkt auch unsere Lebensfreude, unser Selbstvertrauen, auch bringt Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber auch bei Freundschaften. Und dieser Stein hilft uns, Blockaden und Ängste lösen. Wir sollen Lapis Lazuli einmal im Monat entladen mit Hämatit. Das heißt, wir legen über Nacht beide Steine in eine Schale. Dann können wir entladen und den nächsten Tag können wir mit Sonnenenergie aufladen. Dann haben wir mal die Sonnenkraft. Und dazu kommt die Mondenergie. Das heißt, wir legen dann diese aufgeladenen Halbedelstein nacht draußen und laden wir mit Mondenergie auf.
Mond bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Jungfrau, also dann hilft dieser Stein all Themen, was die Tierkreiszeichen Jungfrau vermittelt. Etwas in Ordnung zu bringen, etwas bereinigen oder klaren Entscheidungen treffen oder etwas mit klar und deutlich erkennen, Klarheit beginnen über etwas und natürlich bei Gesundheit. Lapis Lazuli gilt als Schutzstein, als Heilstein und hilft auch bei spirituellen Arbeit, weil öffnet den dritten Auge. Wir können Lapis Lazuli auch aufladen mit Bergkristall, die beiden Halbedelsteine harmonisieren sehr gut miteinander. Und jetzt schauen wir an, welche Einflüsse gibt von Sternen. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion und bekommt einen Einfluss von Stern Kambalia. Kambalia zeigt auch Spiritualität, das ist das Geist und auch die Geheimnisse des Lebens öffnet sich. Mond hat auch einen Einfluss von Labrum. Labrum bringt Glück. Labrum ist nichts anderes als der goldene Becher und das kennen wir von der Geschichte von der Rabe. Die Geschichte ist, Apollo, der Sonnengott, sagte zum Rabe, hier ist dieser goldene Becher und flieg zum Quellwasser und bring frischem Wasser für Zeus. Aber beeile dich. Die Rabe flog davon und unterwegs findet ein Feigebaum. Und er hatte Lust gehabt von diesem Feige zum Essen, aber das war gar nicht reif. Und die Rabe wartete und wartete, bis die Feigen reif waren und dann erst flog weiter dem frischen Wasser holen. Dann kehrte zurück und Apollo, der Sonnengott, fragte dann den Rabe, wo warst du denn so lange? Und der Rabe antwortete, weißt du, Apollo, ich kann überhaupt nichts dafür. Unterwegs war diese Hydra, diese Wasserschlange, und sperrte mir den Weg. Apollo erkannte sofort, dass der Rabe lügt. Aber heute ist gar nicht diese Lüge wichtig, weil heute haben wir gar nicht von dem Rabe den Einfluss, sondern wir haben von Labrum den Einfluss und diesem Labrum, dieser Stern, befindet sich im goldenen Becher. Und das hat auch mit Spiritualität wieder zu tun. Die Quellwasser, das liegt auch gegenüber, in Fluss Eridanus, das Ende des Flusses. Und diese Quellwasser bedeutet für uns unsere Quelle, also unsere Intuition und davon sollen wir schöpfen. Und das sind die Einflüsse von den Sternen und jetzt schauen wir an, wie wirkt alles auf dem einzelnen Tierkreiszeichen und wie sind die Bewegungen, die Planeten. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen, wie ich schon sagte, die Bedürfnis nach Wahrheit, etwas ins Licht zu bringen, die Wahrheit erkennen, wahrgenommen werden. Dann ist auch sehr wichtig für die Stiergeborenen die Gerechtigkeit. Einige Stiergeborene haben gerade eine rechtliche Lage und setzen sich ein für die Gerechtigkeit. Es bremst etwas momentan, aber ein bisschen Geduld, es dreht sich dann etwas. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Und das läuft auch wunderbar. Und es ist auch ein Aufstieg für die Zwillingsgeborenen, weil zurzeit werden die Zwillingsgeborenen auch wahrgenommen oder machen was Eigenes. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtiges Thema, die Werte, Wertschätzung und Finanzen. Und das kommt auch alles im Fluss. Also es ist sehr gut, die Finanzen in Ordnung zu bringen, aber heute keinen Vertrag unterschreiben. Da muss noch etwas klären, weil das ist etwas noch unklar, undeutlich. Besonders die Verträge, was mit Finanzen etwas zu tun hat. Es gilt immer noch für die Krebsgeborenen, sie sollen überlegen, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das im Tag zu viel ist, dann kippt den Gleichgewicht
und die Krebsgeborenen fühlen sich müde und erschöpft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie haben auch eine bestimmte Aufgabe. Viele Löwengeborenen haben karmische Themen. Aber nicht nur die schöpferische Kraft und dieser Neuanfang, diese Veränderung wichtig bei den Löwengeborenen, sondern auch das eigene Zuhause, entweder der Rückzug oder zu Hause etwas verändern, verbessern. Bei einigen Löwengeborenen kann auch ein baldiger Umzug bedeuten. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen bewegt sich einiges. Und die Jungfraugeborenen können jetzt etwas zum Ende bringen und spüren auch die Kraft für etwas Neues. Oder viele Jungfraugeborenen ist gerade ein Prozess des Loslassen oder von etwas Abschied nehmen. Aber heute sind die Einflüsse von außen sehr gut, angenehm, also eine schöne harmonische Energie, was die Jungfraugeborenen betrifft. Auch in beruflichen Situationen ordnen sich die Jungfraugeborenen oder orientieren sich neu. Viele Jungfraugeborenen suchen ihren wahren Berufung. Nicht nur die Jungfraugeborenen ist es wichtig, Beruf und Berufung, sondern bei dieser Veränderung ist auch bei Wagengeborenen möglich. Momentan ist es wie eingeschränkt, es geht nichts voran. Es bremst etwas, aber es kommt in die Tagen etwas in Bewegung oder kommt die Bestätigung und dann werden die Wagengeborenen klare Entscheidungen treffen bezüglich Beruf, Berufung. In der Liebepartnerschaft haben die Wagengeborenen zurzeit Glück. Liebepartnerschaft ist auch sehr wichtig bei den Skorpiongeborenen. Es ist möglich, dass jemand zurückkehrt von Vergangenheit. Nicht unsicher sein, es bewegt sich etwas. Aber nicht nur zurückhaltend sein, sondern wirklich auf anderen zuzugehen und Interesse zeigen und die innere Unsicherheit überwinden. Die Skorpiongeborenen ist auch wichtig, die Gerechtigkeit oder einigen Skorpiongeborenen haben eine rechtliche Lage und jetzt kommen die Einflüsse von außen und das ist sehr schön, weil jetzt kommt endlich etwas in Ordnung. Viele Skorpiongeborenen lassen etwas los oder verabschieden etwas, das ist aber eine Art Befreiung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist sehr wichtiges Thema momentan, die liebe Partnerschaft, aber nicht nur warten, dass das etwas auf dich zukommt, sondern es ist wichtig, die Kontakt pflegen, Interesse zeigen, die Gespräche führen oder Gefühlen zeigen und so kommt es in Form, so kommt es in Harmonie. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten, heute ist Spannung da, es ist vielleicht nicht der heutige Tag, gut Gespräche zu führen, ein bisschen warten, bis diese Spannung vorbei ist und dann werden die Gespräche auch besser sein. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen geht etwas zu Ende oder die beenden etwas. Das ist eine gute Energie, etwas loslassen, etwas bereinigen, damit etwas Neues kommen kann. Die Gespräche können unangenehm sein, aber das ist ein Thema noch von der Vergangenheit. Entweder es ist schwierig zum Einigen, es führt zu Missverständnissen, kann auch bedeuten, dass die Steinbockgeborenen haben dieses Bedürfnis, etwas zum Klären, Gespräche führen und die andere ist nicht dazu bereit. Also was die Kommunikation betrifft, da ist Spannung heute und das spüren sie die Steinbockgeborenen und spüren auch die Wiedergeborenen. Kann auch eine unangenehme Nachricht sein. Aber das hängt alles mit der Vergangenheit zusammen. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist ein beruflicher Aufstieg, gute Chancen, beruflich etwas zu verbessern und die Wassermanngeborenen haben Glück gerade bei der lieben Partnerschaft. Sie fühlen sich noch ein bisschen unsicher und diese Unsicherheit sollen sie aber überwinden. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtig das innere Gleichgewicht und die spirituelle Arbeit. Hier liegt die Quelle.
weil dieses Ende des Flusses, dieses Quellwasser im Sternbild Eridanus ist zwar nicht das gleiche wie Tierkreiszeichen Fischen, das ist ein anderes Sternbild, aber genau in diesem Bereich befindet sich aber das Sternbild Eridanus und hier liegt das Quelle, dieses Quellwasser. Und unsere Intuition ist auch eine Quelle. Das vermittelt uns aber die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sollen zurückhaltend sein, etwas beobachten. Vieles läuft im Geheimen, in Geheimnissen. Und die Gespräche können zurzeit unangenehm sein. Also wenn das möglich ist, Terminen, Verträge, Gespräche heute vermeiden. Besonders gilt das für die Wiedergeborenen und die Steinbockgeborenen. Aber diese Spannung bei Merkur-Energie ist für uns alle, also für anderen Tierkreiszeichen, auch ein Hinweis, keinen Vertrag heute unterschreiben. Und das war mein heutiges Tageshoroskop. Was ich erwähnen möchte, das sind die Blitzberatungen. Geht auch blitzschnell. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können gerne das ausführlich schreiben. Ich nehme die Zeit dafür. Ich beantworte diese E-Mails blitzschnell, meistens noch demselben Tag. Aber alle spätestens dann im nächsten Tag bekommen Sie von mir eine Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.